Hallo und willkommen zu dem zweiten Teil des Detailvideos über dem Energon Sentinel. Mit diesem Kranfahrzeug habe ich gerade aufgehört, das zu beschreiben so ein bisschen. Was man hier vorne, naja, so weiß ich nicht, wenn es wirklich sieht so ein bisschen aus wie eine Art kleine Kabine halt für diesen Teil. Wobei er hier hinten ja auch nochmal eine Führerkabine hat, wo man halt den Headmaster auch reinstecken kann. Hier hinten hat man halt wieder so ein Teil, was jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Von unten ist er halt eben hohl, hat eben hier nur diesen Punkt nachher für die Verwandlung. Hier sieht man eben drei Räder, also sechs. Hier unten fällt auf, dass dieses Rad zum Beispiel dadurch, dass das eben hier dieses Dockteil ist, nur halt eben Deko. Sie hätten es auch schwarz anmalen können, schwarz-gold, dass es nicht ganz so auffällt. Gut, ist halt Geschmackssache. Hätte mir natürlich ein bisschen besser gefallen, dass er das einfach in der gleichen Farbe, selbst wenn es sich nicht bewegt, wenn es gleich anmalen. Gut. Dann eben hier kommen wir mal zu dem Kran-Dings. Hier vorne diese Kralle kann man öffnen und wieder zuschnappen lassen. Hier sieht man eben diese Hydraulik, so eben diesen Ansatz halt. Hier so ein bisschen sieht man halt die Zahnräder. Hier ist nur so ein angetäuschter Mechanismus halt. Also ein angetäuschter Schalter, und hier ist halt das Richter, wenn man ihn drückt und halt rein und raus, kann man ihn halt so bewegen. Dann kann man hier dieses ganze Krandings halt bewegen in jede Richtung, die man möchte. Kommen wir noch mal kurz eben nach vorne. Hier diese Teile kann man so aufrichten, kann man hier auch bewegen. Und ja, was die nun genau darstellen, die haben so eine, ja, Zähne, so eine Art Krallen oder was auch immer das nun darstellen sollen. Kann man halt eben auch so bewegen. Eben so ein bisschen wie so ein, naja, Dreiköpfiger Drache. Ja, auch ganz nett. Hier eben noch so dieses Gestell drinne von diesen Führerhäuschen, ist halt gold angemalt. Hier dieses Plastikhäuschen lässt sich halt öffnen, und dann kann hier der Minicon rein. Hier sieht man noch, weiß ich nicht gar nicht, wenn man es sieht, ganz kleines Autobot-Symbol, wirklich sehr klein. Hier dieses Energon-Symbol für eben Kombination. So, jetzt zeige ich euch die Verwandlung und die Kombination, und dann zeige ich euch noch so ein paar Details von dem Roboter. Fangen wir hiermit an. Das muss man einfach so hochziehen und einmal umdrehen. Dann kann man dieses Häuschen auch einmal umdrehen. Jetzt klappt das schon runter, aber das wollte ich noch nicht zeigen. Eigentlich das hier kann man auch eben halt so runterklappen. Dann die Waffe, am besten kann man jetzt eben hinrichten, wo man will. Ist halt das erste Teil schon fast halt komplett. Jetzt der Arm. Dazu klappt man das dann einfach so aus. Das ist jetzt eben das Bein. Jetzt kommen wir zum Arm. Dazu klappt man das halt eben aus. Und das klappt man runter. Und wenn man es jetzt hier trennt, sieht man sehr schön, dass das über Zahnräder miteinander verbunden ist. Und eigentlich nur das hier entscheidet, wann es nun diesen
halt diesen Schusssound gibt. Wenn man sieht, das sind zwei Zahnräder, also hier in der Mitte ist so ein Spalt. Und hier oben ist halt das Gegenstück. Was man eben sonst eben mit diesem Teil bewegen würde, so. Den Fuß dreht man halt noch nach vorne. Hier sieht man halt eben ein großes Autobot-Symbol, was dann eben halt seitlich dran ist, aber eben nur auf einer Seite. Jetzt zu dem Teil. Hier sieht man ja eigentlich, wenn man es eben so schon hinstellt, dass es eigentlich schon fast fertig ist. Halt den Fuß, indem man das einfach so umklappt. Dann muss man hier drin diese Klappe noch aufbauen. Mal kurz hier drinnen. Man sieht, hier ist eben viel Hohlraum für diesen Optimus schon gelassen worden. Gut. Dann klappt man das beides so zusammen. So, man muss immer gucken, wenn die Platte reinkommt. So, diesen Minikopf hatte ich ja schon mal so versucht zu zeigen. Das Problem ist halt, dass diese Augen nicht ausgemalt sind, sonst würde man halt besser sehen. Er hat hier so ein eben, naja, so ein diamantenförmiges Teil, also wenn man es angemalt hätte, würde man es besser erkennen, dass das halt ein kleiner Kopf ist. Ich nehme mal halt an, das ist ja ein Ersatzkopf, falls der große wirklich mal verloren geht, dass man wenigstens irgendwas hat. So, kurz seinen Kopf halt verwandeln. So, ist einfach ja ziemlich schnell. Und halt dieser Kopf von diesem Headmaster Mini Roboter kommt halt eben hier rein. Dann ist er halt fertig. So, jetzt sieht man, er hat nur ein Autobot-Symbol halt. Eins reicht auch. Hier ist große. Und jetzt hier eben seitlich diese Teile, die eben vorher auch da waren, aber vorher, sag ich mal, nicht so aufgefallen sind, wirken jetzt so ein bisschen irgendwie, ja, Kanonenrohre. Hier die Räder, die haben sich jetzt hier in der Brust versteckt, sind halt die Räder von dem von diesem Kranwagen. Sieht ganz nett aus, halt also hier sind die Räder drinne. Hier halt diese Brustteile. Hier hat man eben auch so Silber, das ist so ein Orange, Blau. Hier sieht man halt eben diese komischen Knöpfe, die eben auch nichts machen, sind auch nur so Deko. Hier eben diese Handgriffe, die man jetzt eben so runter machen kann. So als Waffen oder so. Schnell wieder weg. Dann hier unten halt diese Schlangen, Krallendinger kann man eben so ausfahren. Dann eben nochmal zur Kralle. Man kann sie jetzt eben hier in diesem Modus auch wieder bewegen halt. Hier sieht man halt den Arm. Jetzt ist es eben seitlich dieses ganze Gebilde. Dann eben wieder zurück. Das sollte man nicht so oft machen, sonst ist es eben so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, einfach so reindrücken ist nicht so gesund. Hier der andere Arm halt. So. Hier unten sieht man halt nur so gelbes, ja, weiß ich nicht, was das nun sein soll genau, von hinten sieht man das noch schnell zu seiner Größe. Die ist 65, also 65 ist er dann groß. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich sage Tschüss, ich sage bis dann und auf Wiedersehen.